Ein herzliches Hallo und willkommen zu Operation Goldfisch. Bring die Kanone ans Ziel. Und ja, ich weiß prinzipiell, was Operation Goldfisch, was die Mission beim Rainmaker ist. Allerdings muss ich auch zugeben, habe ich das Spiel noch nie gespielt. Also den Modus noch nie gespielt. Das ist für mich von daher absolut neu. Und die Map hier wurde auch ein bisschen umgebaut. Von daher bringt mich ans Ziel, ihr Leute. Nein! So kurz vom Ziel und doch verloren. Ich versuche einfach mal nochmal, ob ich da hinspringen kann, ob da noch irgendwer am Leben ist. Rettet mich! Wo seid ihr denn? So knapp. Ich bin so kurz vom Ziel. Aber da hinten ist keiner mehr. Was soll das denn? Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Dammit, Leute, so geht's ja nun nicht. Also, wirklich. Hallo. Ja, bevor der Gegner sich die Goldfischkanone schnappt, schnapp ich mir sie lieber. Und lass mich töten. Das also ist durchaus eine legitime Taktik. Dammit! Mal abgesehen davon, dass es mir nicht gefällt, dass die Gegner hier so nahe kommen. Habe ich das schon mal gesagt? Es gefällt mir nicht, dass die Gegner hier so nahe kommen. Ich finde, die haben sich hier einen viel zu guten Weg schon aufgebaut und sind gleich schon am Ziel. Das finde ich jetzt richtig, richtig blöd. Ja, und da hat der Gegner gewonnen, ziemlich sicher sogar. Oh, nee, doch nicht. Oh Gott, ich habe die Kanone schon wieder. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Noch! Ich kann dir nicht sagen, was mein Team macht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Hier steht einer an der Mauer, schätze ich. Nein, der Gegner muss jetzt theoretisch einfach nur abwarten. Der hat natürlich hier den extremen Vorteil, dass die ganze Map lila ist. Die ganze Map ist lila, das ist der Wahnsinn. Oh. Also definitiv ein weitaus besser eingespieltes Team auf jeden Fall. Ach. Oh. Ich sehe es aber, ich dachte, ich wusste nicht, dass die Kanone nicht in unserer Hand ist. Ich habe es noch nicht so genau gesehen und da spielt er noch ein bisschen mit uns. Und es war klar. Es war leider echt klar. Wobei man vielleicht auch erwähnen sollte, dass ich nicht unbedingt der Beste bin, wenn es darum geht, den Goldfisch, den Rainmaker, tatsächlich zu nehmen.
Einfach weil ich eben jemand bin, der gerne und schnell nach vorne prischt. Und man mit dem Rainmaker vielleicht nicht unbedingt so als erstes vorgehen sollte, sondern tatsächlich die Teamkollegen nach vorne gehen lassen sollte, damit diese einen eben beschützen. Anders als es bei uns jetzt hier der Fall ist, weil ich habe keine Ahnung. Gut, hier, Juju steht einfach hier nur rum. Das heißt, das Match haben wir sowieso schon mal verloren, weil wenn wir ohnehin mit zu wenig Leuten arbeiten, dann hat das Ganze sowieso keinen Sinn mehr. Und ich muss jetzt allerdings tatsächlich ja auch einfach mal ein bisschen das Gebiet hier einspritzen, einfach nur, damit der Gegner eben Kanone hin oder her nicht einfach freie Bahn hat. Das wäre nämlich ungünstig. So, und genau so sollte man es nämlich eben nicht machen. Ja, war doch jetzt mal ein super Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und irgendwie habe ich vergessen, wie man die Kamera... was mache ich hier eigentlich? Wo ist der Rainmaker? Der Rainmaker ist da oben, oder? Habe ich das gerade irgendwie... Ja, da war der Rainmaker. Gut! Sind wir immer noch nur zu dritt? Scheint so. Ja, wie gesagt, zu dritt haben wir sowieso keine Chance, von daher... könnten wir hier theoretisch auch einfach gleich aufgeben. Ja, gut. Wie gesagt, alles andere hätte mich gewundert, weil, ja, zu dritt in so einem Spiel ist halt... Was soll ich da machen? So, mal gucken, ob wir uns diesmal in der Deka-Station besser schlagen. Vielleicht spielt Juju diesmal auch mit. Mist! Da war das gegnerische Team natürlich immer noch da. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch gar nicht so unwichtig, das eigene Gebiet hier hinten rosa zu machen. Beziehungsweise rosa, warum sage ich jetzt rosa? Halt in der eigenen Farbe zu bekleckern. Mist! Denn umso mehr man eben auch im eigenen Gebiet gekleckst hat, desto schwieriger ist es für den Gegner eben zurückzukommen. Oh Gott. Mist! Ich wurde noch erwischt. Und das sieht schon wieder echt richtig mies für uns aus. Vor allem, weil Juju, dieser Spacko, schon wieder nur hier hinten rumsteht.
Dieser Vollidiot. Also ich werde auf jeden Fall die Teams nachher wechseln, weil wie gesagt, was soll ich denn mit drei Leuten? Kann ich ja sowieso nichts anfangen. Und wenn Juju denkt, er müsste nur hier hinten rumstehen. Das Blöde ist ja, das ist nicht mal so, dass er hier irgendwie nicht mitspielt oder so, weil jetzt gerade hat er den Rainmaker. Er macht nur spontan einfach mal nichts. Und sowas ist echt zum Kotzen, weil das ist einfach... Das ist echt einfach nur zum Kotzen. Ja, guckt euch das an. Er rennt einfach hier. Das ist. Oh, leck. Also der Kerl geht mir echt tierisch auf den Nerv. Es ist nämlich dann das dritte Match, das wir wegen dem muss mir Schimpfwörter verkneifen, verloren haben. So, bringt es bitte schnell zu Ende und dann wechsle ich nämlich Teams, weil den Scheiß lasse ich mir echt nicht gefallen. Ja, und da haben wir einen gewissen kleinen Juju-Drecksack, der wieder mal nur... Boah, ey, dieser blöde Wichser. Ich kann es echt nicht anders sagen, das ist ein blödes kleines Arschloch. Genau wegen sowas würde ich mir übrigens echt wünschen, dass man Spieler melden kann. So, neue Mitspieler, neues Glück. Mal gucken. Mal gucken. Das Problem ist ja, dass die Moränentürme ohnehin nicht unbedingt meine Lieblingsmap sind. Kann mit den Moränentürmen ohnehin nicht gut umgehen. Das ist bei Turf War ja schon so. Wie zum Geier ist die Goldfischkanone so schnell hier hochgekommen?
Sie hat wahrscheinlich den kürzeren Weg genommen. Dafür haben wir jetzt allerdings auch das Problem, dass wir hier relativ unsicher rumstehen. Oh oh. Da ist eine Kanone unterwegs. Kinnas, da ist eine Kanone unterwegs. Finde ich jetzt ein bisschen uncool. Aber gut, er kann sie zum Glück ja auch nicht ewig halten und in 14 Sekunden explodiert er. Was ich an sich schon mal nicht schlecht finde. So, da kommt die Kanone nämlich hier zurück. Und, wenn wir jetzt nicht kaputt gehen... Oh Gott, Krake! Dammit, diese blöden Roller. Da sind aber auch nur Roller hier unterwegs. Das ist natürlich... Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Denn auf der einen Seite kann man da zwar von Weitem ein bisschen was machen, auf der anderen Seite ist es hier halt doch relativ close quarters. Und die... Das Problem ist halt, Roller sind hier wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, weil es eben immer vier sind. Es sind immer vier Roller, die hier rumrollen. Das ist dann halt schon einiges. Kann ich nicht zum Rainmaker springen? Ich kann nicht zum Rainmaker springen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Oder warum hat das nicht funktioniert? Oh, dammit! Er hat mich gesehen, er hat meinen Plan durchschaut. Das ist natürlich auch unpraktisch. Mist! Mann, warum sind die denn alle so stark? Die haben dieselben Waffen wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Na klasse, und jetzt führt der Gegner. Oh, das war... Bis gerade war es wirklich knapp. Und jetzt führt der Gegner natürlich. Was, ich sag mal, relativ unpraktisch ist. Vor allem, wenn man hier ständig nur... Roller und Schwapper, ich sag's euch. Roller und Schwapper scheinen hier wirklich die Waffen zu sein. Und ich kann mich zum Rainmaker hinsplätten lassen. Aber ja, Roller und Schwapper scheinen hier eine beliebte Taktik zu sein. Weil auf jeden Fall werde ich damit richtig ordentlich genervt. Nein!
Ja, nicht schon wieder die Moränentürme. Könnte man ja eigentlich gleich aufgeben. Aber auf jeden Fall ist es diesmal kein reines gegnerisches Rollerteam. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Gut, das ist unpraktisch. Weil jetzt hat der Gegner hier nämlich richtig, richtig was am Laufen. Nein! Es kommt halt davon, wenn man dann allein da steht. Ich darf nicht so vorpreschen. Das ist aber... Oh, ich mag den Modus hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin niemand, der so vorprescht. Ich bin eben jemand, der vorprescht. Und das hier ist einfach mit diesen ganzen Rollern... Kann natürlich auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich die beiden Maps, die hier gerade zur Auswahl stehen, echt hasse. Also ich mag die Moränentürme nicht und in der anderen bin ich nicht besonders gut, sag ich mal. Ich bin jetzt mal so frei und gehe hier tatsächlich den langsamen Weg. Och, und da kommen sie von hinten! Was soll das denn? Warum ist denn auch kein... Wo sind denn die ganzen Leute hier von mir? Jetzt mal ganz ehrlich, wo sind die denn? Da steht wieder einer nur rum. Also, boah, ne, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Das hier ist das letzte Match. Ich habe keine Lust mehr auf Gegner, auf Leute, die immer nur hier rumstehen und nichts machen. Echt keinen Bock mehr drauf. So, jetzt bräuchte man halt mehr als zwei Leute, damit man sich gegen vier wehren kann. Weil das ist nämlich genau das, was ich meine. Das gegnerische Team läuft hier immer mit vier Leuten rum. Die sind nie getrennt voneinander. Und gewinnen entsprechend auch jedes Mal. Weil bei uns immer irgendwie nur zwei da rumlaufen, wenn mal jemand diesen blöden Goldfisch hat. Meine Fresse, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich mag... Operation Goldfisch nicht. Kann sein, dass es einfach an den Maps liegt, die mir nicht liegen. Aber ich mag den Modus generell nicht. Da spiele ich lieber andere Rang-Dinger. Mal abgesehen davon, dass man aus dem Regenmacher einen Goldfisch gemacht hat.